Reise führt ins Friaul. Was zeichnet diese Region und ihre Landschaft besonders aus? Ja, die Region und ihre Landschaft, die gibt es eigentlich gar nicht. Das sind alles Plurale. Die Region hat 12 Sprachen und mindestens so viele Landschaften, verschiedene Kulturen, obwohl sie ziemlich klein ist, weshalb sie für eine Sternreise mit dem Bus besonders geeignet ist, ist sie ungeheuer vielfältig, weshalb unser berühmtester Dichter sagte, der Friaul ist ein Kompendium der ganzen Erde. Also Vielfalt, würde ich sagen, zeichnet sie besonders aus. Sie ja zu ganz verschiedenen Jahreszeiten durch und dann ist es sicher immer ganz unterschiedlich. Was zeichnet denn die unterschiedlichen Jahreszeiten aus? Also wir machen die Reisen im Frühjahr und im Herbst. Der Sommer ist zu heiß, der Winter ist zu kalt. Deshalb in der Regel um den Mai herum, Ostern bis Anfang Juni und dann September bis Anfang Oktober, weil das die schönsten Jahreszeiten sind, wo es warm, aber nicht heiß ist, wo die Farben besonders schön sind, die Blüte besonders gut ist und deshalb die idealen Reisezeiten. Was sind für Sie die persönlichen Höhepunkte auf Ihrer Reise? Ein kunsthistorischer Höhepunkt ist immer der Dom von Aquileia, der aus 4 Gründen Weltkulturerbe ist und trotzdem kaum bekannt ist. Das ist also sicher kunsthistorisch mit Abstand das Bedeutendste, was das Land hat. Und alle Reisenden, die zurückkommen, wundern sich, dass sie davon noch nie was gehört haben. Und der zweite Höhepunkt sind die vielen unbekannten kleinen Dorfkirchen, die eine unglaubliche Qualität an Fresken haben, die weit über dörfliches Niveau hinausgehen, von denen es immerhin 100 Stück gibt. Und das ist auch immer eine ganz besondere Überraschung. Und die zeige ich deshalb auch gerne. Während der Reise wohnen die Gäste in der Villa di Tisano. Was dürfen die Gäste da erwarten? Ja, die Villa ist kein normales Hotel. Die habe ich hergerichtet vor 20 Jahren aus einer Ruine und habe bei dem Herrichten darauf geachtet, dass trotz der Renovierung nicht ein moderner, langweiliger Hotelbau entsteht, sondern so viel wie möglich vom alten Haus erhalten wird. Weshalb jedes Zimmer anders ist, gemäß dem, was dort drinnen war. Und bei allen Zimmern im Vordergrund steht, dass noch ablesbar ist, was es mal gewesen ist. Und deshalb sind das wirklich historische Räume, die auch unter Denkmalschutz stehen natürlich. Und jeder Gast wohnt auf die Weise in einem kulturhistorischen Objekt und dadurch wird die Kulturreise auch bis hin ins Schlafen zu einem vollständigen historischen Erlebnis. Bei den Wanderreisen, welchen Schwierigkeitsgrad haben die Wanderrouten? Auf was muss sich der Wanderer oder die Wanderin einstellen? Und welche Dauer haben die Touren jeweils? Also unsere Wanderreisen sind vom Schwierigkeitsgrad im unteren Bereich. Wir haben keine besonders hohen Berge und keine besonders steilen Wege. Nur der Matailleux ist ein Berg. Aber bei allen Wegen haben wir immer Alternativrouten und die Möglichkeit, auch einen Teil wegzulassen, weshalb das eigentlich jeder machen kann. Und wir versuchen eben, möglichst viele landschaftliche Besonderheiten rüberzubringen, um die Vielfalt der Region dabei auch zu zeigen. Welche kulinarischen Besonderheiten bietet das Friaul und wie ist das Essen bei Ihnen in der Villa di Tisano? Ja, die kulinarischen Besonderheiten liegen natürlich daran, dass die Vielfalt so hoch ist im Essen wie in den Kulturen. Jede kleine Mikroregion, jede Sprachgruppe, jede Bevölkerungsgruppe hat ihre eigene kulinarische Tradition und das kommt natürlich auch von der Vielfalt der Landschaften her. Und das Besondere bei unseren Essen ist, dass wir immer ein Menü am Abend machen, das zu der Ecke gehört, wo wir am Tag über waren. Also immer ein Essen, das ganz genau darauf abgestimmt ist, in welcher Landschaft und in welchem Kulturkreis wir uns bewegt haben. Und das erkläre ich dann schon unterwegs, was hier wächst, warum das hier wächst und warum man das essen muss, was hier wächst. Und am Abend dürfen alle Gäste, die Lust haben, immer in die Küche kommen und bei der letzten Stunde kochen dabei sein. Das ist auch immer furchtbar lustig. Wie muss man sich das Programm während der Reise vorstellen? Ist man von morgens bis abends in der Gruppe unterwegs oder gibt es auch Zeit für individuelle Unternehmungen? Wir haben fast keine Zeit für individuelle Unternehmungen, weil wir von Ort zu Ort gehen, dort nicht sehr viele Orte machen, aber die gründlich machen. Aber ich sage immer, bevor wir etwas besichtigen, wann der Bus wieder losfährt. Wer also etwas abkürzen will, das Programm, hat dann mehr Zeit für sich selber. Wir haben einen halben Tag frei in Udine und wir haben ein paar Stunden in Triest, damit man ein bisschen in der Stadt rumgehen kann. Auch in Cividale gibt es dafür Zeit, aber es ist eher ein dichtes und gedrängtes Programm. Ihre Reise führt nach Oberitalien. Was gefällt Ihnen persönlich an Italien ganz besonders und was zeichnet Ihrer Meinung nach die Menschen in diesem Land aus? Also meine Reise führt in den Friaul und nicht nach Oberitalien. Das ist zwar ein Teil von Oberitalien, aber eben nicht Oberitalien. Und das gefällt mir am Friaul besonders, dass es eben nicht Oberitalien ist. Wir haben eine eigene Sprache, wir sind autonome Region, die Leute reden Rätoromanisch und nicht Italienisch.
und deshalb eine ganz eigene Kultur. Und diese alpine, rätoromanische Kultur, die zeichnet sich schon aus in den Blumen, in den Fenstern, in der Sturheit der Menschen, in den sauber gefegten Gehwegen. Und das ist eben eigentlich ein Stückchen Schweiz in Italien. Ihr ganz persönlicher Tipp, für was sollte man sich während der Reise auf jeden Fall Zeit nehmen? Ich denke, man sollte sich am meisten dafür Zeit nehmen, einfach in Ruhe diese Region, von der man ja wenig weiß, auf sich zukommen zu lassen und neugierig diese ungeheure Vielfalt aufzunehmen und dann abends die Ruhe im Garten genießen und das alles an sich Revue passieren zu lassen. Das ist einfach eine ungeheure breite Erfahrung, die da auf einen zukommt, und darauf kann man sich wirklich freuen. Welche anderen Reisen kann man in diesem Jahr noch mit Ihnen unternehmen? Ich mache zum Thema Friaul dann noch Reise weiter hinaus. Dazu gehört die Spätantike, die uns über den Friaul bis Ravenna und Porrec führt, um das Thema Aquileia Civitale in einem Kreis zu erweitern. Über dieses Thema Spätantike bin ich auch auf andere dazugehörige Themen gekommen, die ich seit Jahren für Heidegger mache. Dazu gehört Sizilien, und zwar vor allem das Umfeld von Palermo. Dann im Vergleich zu Sizilien die Normandie mit den großen romanischen Bauten der Normandie. Und dann natürlich Rom, das mit der Spätantike ja auch ganz besondere Monumente besitzt. Dazu mache ich Apulien und Andalusien.